Hallo, Gnome 3. Eine neue leere Datei per Tastenkombination erstellen. In diesem Screencast ein kleiner Tipp. Bei Gnome 3.6 im Dateimanager ist es im Kontextmenü nicht mehr möglich, eine neue leere Datei zu erstellen. Hier gibt es nur noch den Eintrag neuer Ordner. Normalerweise macht man das ja auch über das jeweilige Programm oder per Befehl Touch. Aber um wenigstens eine Tastenkombination zu haben, um eine neue leere Datei zu erstellen, geht man wie folgt vor. Man lässt sich alle verborgenen Dateien anzeigen, geht in den Ordner .config, in den Unterordner Nautilus und editiert die Datei ACCILS. Dem Texteditor, geht dann zur Zeile, wo steht New Empty Document, entfernt ganz vorne das Semikolon und dann bestimmt man die Tastenkombination, die man nutzen möchte. Hier zum Beispiel mal Alt und N. Dann speichern. Texteditor wieder schließen und Dateimanager wieder schließen und Dateimanager neu starten und jetzt müsste das Ganze funktionieren. Alt und N. Und somit erstelle ich ein neues leeres Dokument. Um den Kontextmenüeintrag Neues leeres Dokument erstellen wiederherzustellen, geht man wie folgt vor. Man öffnet ein Terminal und erstellt per Befehl Touch ein neues leeres Dokument in dem Ordner Vorlagen. Und zwar mittels Befehl Touch, dann persönlicher Ordner, Schrägstrich, Vorlagen, Schrägstrich und neu zum Beispiel. Enter. Und dann gibt es im Ordner Vorlagen hier eine neue Datei. Im Englischen wäre das der Ordner Templates. Und jetzt gibt es den Kontextmenüeintrag Neues Dokument. Und hier kann man dann ein leeres neues Dokument erstellen. Im Übrigen den Vorlagen Ordner, den Template Ordner kann man wie folgt bestimmen und zwar geht man da in den Ordner .config und dann kann man hier die Datei user-dias.dias editieren per Texteditor und für den Vorlagenordner gibt es hier diesen Eintrag. Ciao und viel Glück!